Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Cruising Nebraska Event Video. Wir stehen noch in Scotts Bluff. In, ja gut, wer hätte es gedacht, Nebraska. Es ist mittlerweile knapp 24 Stunden her. Also ich habe es gestern nicht mehr geschafft aufzunehmen. Wir schauen mal, wohin die Reise heute geht. Also ich habe es geplant gehabt. Allerdings, ja. Sind in Anführungszeichen unvorhersehbare Dinge passiert und ich hatte dann, war dann 2 Stunden beschäftigt, einfach komplett alles umzustellen vom Log-System. Der nächste wäre dann in Valentine, okay, das heißt, dann würde ich sagen, fahren wir 222 Meilen, 17.500 Pfund Gabelstapler von Scotts Bluff nach Valentine. Fahren dann auch nochmal durch Aliens, durch Shadron, durch. 4 Stunden Fahrzeit. Reicht auch noch. Wir können. Okay, 25 in der Stadt und 65 auf den Local Roads. 13.500 kriegen wir dafür. Würde ich sagen, nehmen wir den Auftrag und fahren los. Den wollen wir mal. Elf Meilen. Also es wäre halt wahrscheinlich nicht so ganz so wild gewesen, hätte ich mich vorher irgendwie doch ein bisschen informiert. Also ich wahrscheinlich hab, also die Infos hätten wir bestimmt auch schon vorher bekommen, wenn man gut geguckt hätte oder was auch immer. Aber habe ich leider nicht gemacht und naja. Ich musste zugeben, es war eigentlich ganz gut, dass ich nochmal irgendwie das gefragt habe, weil ich habe irgendwie erst davon ausgegangen, ja okay, das ist wahrscheinlich einfach, liegt es gerade irgendwie am Internet, dass dann irgendwie das Verbindung kurzzeitig verloren gegangen ist und das deswegen so war, aber dass er mir doch ein bisschen zu aktiv war. Habe ich mal ein bisschen recherchiert und habe mal gemerkt, okay, ich merke, es war ein Fehler, ich mir das Ding hier hinzupacken. Das sieht man gar nicht, ob grün ist oder nicht. Das hat mich dann erstmal ein bisschen Zeit gekostet. Und das sein 2,5 Stunden. Go straight. Fahren wir nochmal vor. Schön mit dem Vorbei des Stop-Signs. AI Automobil. Stay left and then turn left. Turn left. So, unsere Gabelstapler sind irgendwo hier hinten. Wahrscheinlich rückwärts ran oder so, ne? Wirkt zumindest so, jawohl. Ja, auch noch eine Garage sogar. Ich bin überlegen, wo ich mir eine Garage hole. Das macht wahrscheinlich schon am meisten Sinn, wenn ich mir da in. Boah. Das ist die Frage, wo es Sinn macht, weil das nächste oder die nächsten, die jetzt schon zumindest angekündigt wurden, sind halt Arkansas, wo wir schon von Infos haben und Beiträge und Missouri. Gut, ich denke mal, Omaha kann man vielleicht schon machen. Da hat man hier schon das Gebiet zumindest gegebenenfalls. Ah, dann halt, ja gut, Kansas City und Omaha sind glaube ich gar nicht mehr verkehrt. Omaha dann quasi für Iowa und Minnesota. Süddakota. Vielleicht auch Valentine oder Norfolk, aber mal schauen.
ist da jetzt nicht so relevant, aber ich denke mal, Omaha kann man schon machen und North Platte vielleicht sich eine Garage dazu holen. Aber Kansas City und Texarkana vielleicht, Tulsa wären alle nicht schlecht. OKC natürlich auch. Einfach so Ausgangspunkt für künftige Erweiterungen und damit inbegriffene Events. Dann auf nach Valentine. Haben wir schauen wir uns die Fahrt an. Wir fahren ja erstmal Highway 26 weiter gen Osten, fahren dann auf Highway 385 an und durch Alliance durch. Bei Sheldon biegen wir dann auf die Interstate 20 Ost ab und sind dann auch schon in Valentine. Schön, sehr gut. Ja, machen wir das doch mal. Auch schön links halten. Halten wir auch mal so, dass wir auch noch die Ampel sehen. Und rollen noch mal ein bisschen vor. Okay, diesmal würden wir aber sogar sehr lange noch sehen. Weil ich heute aber auf jeden Fall die Zeit zum, also ja, die eine Fehlerquelle, die haben wir hier jetzt nicht mal, die eine zeitliche Begrenzung. Die unvorhergesehene, die vorhersehbar war. Aber ich werde dann im Laufe des Tages dann nochmal für das morgige Video dann aufnehmen. Nicht wieder so ein. Ja, so ein Tagesding. Am Tag aufnehmen, am Tag rendern, am Tag hochladen. Ein bisschen Puffer ist sehr gut, ne? Dann ist man nicht ganz so beschäftigt die ganze Zeit. Ich muss da sagen, ich habe echt das Gefühl, dass bei ATS es. Also bei, vor allem bei diesem Rechner oder zumindest bei diesem Rechner sinniger ist, irgendwie den vorher nochmal neu zu starten. Also wäre jetzt in diesem Fall jeden zweiten Tag oder so. Okay, das hat sich echt gelohnt. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn der Rechner irgendwie schon mal an war, dass wenn es dann irgendwie ein Tag ist, dann ist es irgendwie gefühlt leckiger oder weniger flüssig. Bei ETS2 ist das Problem nicht wirklich da. Da ist es irgendwie
Das kriegt das dann höchstens nach einer Stunde oder so auf. Wieder schön hier am Terminal oder Abschleppgleis vorbei. Wahrscheinlich sogar noch hier, ich wollte gerade sagen, mit einer Rangierlok, aber okay, hier sind ja überall Loks. Vorne vier, hinten eine. Für so ein kurzes Ding. Erst aufmal den Aliens. Hier wieder Ohr 50. Cool mit dem Truckstop, mit der Off-Ramp wahrscheinlich. Hier wieder ein anderer, das ist ja sehr cool. Ein anderer Truckstop. Nebeneinander die beiden. Sehr schön hier mit der Auffahrt von zu der Farm. Rechts mit dem Güterzug, der lang fährt. Fährt dann die Ferne. Also schon schön mit den ganzen Güterzügen. Wir bin jetzt ja sehr nah hier an der Straße. Bestimmt dahin gerollt. Schön, wie hügelig das jetzt hier gerade ist. Das wäre jetzt gerade die Frage, ob es einfach nur hügelig ist. Also, ich würde sagen, ist gerade hügelig. Und das ist, glaube ich, nicht die Dünen, die Sandhills. Aber ich habe keine Ahnung. Ich soll mal nachschauen. Damit ich ja genau weiß. Was haben wir hier? Ah, der Shadow State Park. Game and Parks kommen. Schon hier am See. Schön mit den ganzen Farmgebäuden. Hier der Heuballen, der außerhalb des Zauns ist. Erst auch mal in Shadron. Das Ganze hat 3 von 12. Habe ich jetzt gerade bei Aliens gar nicht mehr drauf geachtet. Beziehungsweise da habe ich dann in dem Moment gar nicht hingeguckt. Es ist schon schön, hier durch die kleinen Orte zu fahren. Ich darf halt echt nicht vergessen, dass noch ein 100-Meilen-Limit
bei den Aufträgen ist, bevor ich sie auf Eier annehme. Go straight. Für das Event. Stay right. Na, krieg kaum noch rüber. Straight. Go straight. Das ist nochmal gut gegangen. Ja, vom Feeling her ist es doch echt schon cool hier. Bisher. Sehr gemacht. Baum gepflanzt. Habe ich jetzt gerade nicht ganz sehen können. Ich habe es nur noch im Augenblick gesehen, als ich schon was vorbei war. Sehr schön, sehr viele. Open Wagons, die wir links haben. Go straight. Oh. Ich darf noch mehr schnell fahren. Hier können wir sogar rauf. Auch nice. Gerade auf, ich bin so out of the game, dass ich in-game die Screenshots mache. Für die Fahrten, dass ich einfach überhaupt gar keine Fotos mehr mache. Das ist aber auch echt sehr, sehr nice mit den ganzen Bahnschienen, die wir hier haben. Am Wegesrand. Da die Brückenüberführung, die war cool. Die Flussüberquerung, so da schön mit ganzen festen großen Steinen. Alles schon sehr schön. Das Feeling mit den Feldwegen und so. Also. Feldwegen in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, wie die Bezeichnung war. Für solche Wege, wobei ich mir auch gar nicht sicher bin, ob es jetzt gerade irgendwie, ob es noch Unterschiede gibt zu von Kanada nach Amerika. Ich habe jetzt gerade irgendwie Spring Roads im Kopf, aber das wird auch nicht das Richtige sein. Das ist wahrscheinlich jetzt noch 50 oder so. Okay, 45 sogar. Wir sind auf 45, sehr gut. Und dementsprechend müssten wir jetzt auch gleich da sein. Oder auch nicht, wir fahren nochmal durch Merriman durch. Rechts die Wohnhäuser, links die Industrie. Auch nicht schlecht. Jetzt kommen aber auch rechts wieder ein paar Businesses. Und hier eine schöne kleine Tankstelle. Zapfsäule. Was sagt denn der Tank? Ich kann das sein, dass ich ihn gar nicht sehe. Kann das sein? Das ist quasi direkt in der Mitte ist. Ja, wird es wahrscheinlich sein. 50 Meilen noch, also das ist gerade halt wirklich. Ja, hallo? Sich hier versteckt.
darf schon länger wieder schneller. Ja, ich muss echt nochmal mit die schön mit den Kühen am Trinken, am Grasen. Ja, ich muss mir echt nochmal so geografisch mal anschauen, wo die Sandhills sind, damit ich dann, wenn wir durch die Sandhills durchfahren, dass ich dann zumindest dann weiß, okay, so sind die Sandhills dargestellt. So unterscheiden sie sich von den anderen, falls sie sich überhaupt unterscheiden. Von den anderen Prärien. Ich sehe es ja auch gerade gar nicht mal im Dashboard, ob irgendwie das Licht anders oder nicht, ist ja auch super. Aber es ist doch an, oder? Moment, ich muss eh noch mal hier kurz Licht einstellen, weil es ein neuer Truck ist. Ich vergesse das jedes Mal wieder. Ist aber jetzt an, sehr schön. So, wir müssen es wahrscheinlich eher rechts halten. Erst auch mal ein Valentine Cornhusker State 4 von 12. Ich kann einfach gleich mal Spaß selber gucken, wohin es vielleicht gehen könnte. Vielleicht haben wir einen Auftrag, der über 24 Stunden hält. Wahrscheinlich gibt es dann aber einen neuen Auftrag. Aber wir können ja einfach mal spaßeshalber schauen, wohin es gehen könnte. Also gut, kann überall hingehen, ne? Aber da ich am Morgen auch nochmal aufnehmen werde, jetzt ATS wieder. Also morgen kommt zwar, es wird ETS weiter dran mit dem Trade Connections Switzerland World of Trucks Event. Ab jetzt ist es dann wieder abwechselnd. Also ab morgen quasi abwechselnd. Aber wir können ja mal Spaß selber schauen. Da haben wir so direkt rechts hier einen Truck Sub. Schlafmöglichkeit getankt werden muss dann nicht. Noch nicht. Ich denke mal, ich werde wahrscheinlich, wenn ich mir sogar gucke, wie viel Tank wir jetzt gerade schon noch verbraucht haben, denke ich mal, dass ich dann so ab Fahrt 10 tanken muss. Ein einfacher Abladeort, wenn wir hier rechts die ganzen Schulbusse haben. Ich dachte, das hätte schon längst passieren müssen. Dann würde ich sagen, wenn die Sonne untergeht, laden wir mal die Fahrt ab. Ist eigentlich auch gar nicht mehr verkehrt, dann schauen wir die nächste Fahrt wahrscheinlich gerade mit der aufgehenden Sonne. Laden wir mal die Fahrt ab. Na, können wir uns erst für gerade Sonnenaufgang losfahren.
ausgezeichnete Gabelstapler von Scotts Bluff nach Valentine geliefert. Gefahrenstrecke 235 Meilen, Dauer 25 Minuten. Verbrauchter Kraftstoff 34 Gallonen. Das war der 170. erledigte ATS World Trucks Auftrag. Es gab 13.398 Dollar dafür, 545 Erfahrungspunkte. In ein bis zwei Fahrten bin ich noch Level 33 hier auf dem Account. Gut. Wirklich gucken muss ich ja nicht, wo es jetzt hingeht. Ist ja nebenan. Den Weg finde ich auch ohne Navi. Wie es einfach jetzt schon wieder deutlich, deutlich mehr leckt. Aber wahrscheinlich, weil ich irgendwie gerade wieder ins Game mehr oder weniger reingeladen bin. Würde ich jetzt mal so vermuten. Dann können wir eigentlich jetzt gleich links, oder schon? Können wir links rauf, ja, ne? Ja. Einfach mal hinten durch. Wie gesagt, wir müssen ja nicht tanken. Wir gehen dann einfach zum Schlafplatz. Ich hätte ins Auge gehen können. Hier vorne können wir wahrscheinlich. Okay, wir können sogar hier pennen. Können wir auch hier vorne pennen, neben den Zementmischer? Wahrscheinlich ja nicht. Nee. Na gut, legen wir es einfach mal hier hin. Und wie gesagt, wir gucken einfach nochmal kurz nach, wohin es gehen könnte. Also wie gesagt, kann er vorne hier aus halt überall hingehen. Er kann nach Omaha gehen, nach Lincoln, whatever. Vielleicht ist ja ein Auftrag da, der eine hohe Zeit hat. Von über 24 Stunden. Okay, nach Aliens könnte es gehen, aber... Es kann halt wieder überall hingehen, ne? Wir schauen einfach mal uns am Morgen an, wo es denn geht. 2 von 14 haben wir jetzt abgeschlossen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns schon im nächsten Video wieder hier. Entweder hier vom Cruising Kansas Event oder vom Trade Connections Switzerland Event. Und falls ihr Züge mögt, wobei auch gut LKW ist auch mit dabei, falls euch sowas wie Transportfieber interessiert. Am Sonntag gibt es ein Transportfieber-Kampagnen-Video, was noch vom, ja, ich glaube von vor 3 Jahren ist. Falls euch interessiert, schaut da gerne vorbei. Das ist eine Premiere. In dem Sinne, bis zum nächsten Video. Sagt mir jetzt nicht, ich kann hier nicht pennen. Doch. Aber es wollte nicht.